Saint-Andiol-le-Château, nahe Lyon. Es ist ein ganz gewöhnlicher Sonntag für die Familie Bébillon. Alle sind da, weil Muttertag ist. Rund um das Schwimmbecken sitzen Odette, die Mutter, Vincent, ihr Ehemann, Samantha, ihre ältere Tochter, deren Ehemann Eric Bruyas, Aline, die Jüngere, planscht mit ihren Nichten und Neffen im Becken. Der Sohn Vincent filmt diese unbeschwerten und glücklichen Momente der Familie. Stell dir vor, wenn wir uns das in ein paar Jahren angucken. Zu diesem Zeitpunkt ist sich keiner darüber im Klaren, dass die Bébillons bald Mittelpunkt eines entsetzlichen Dramas sein werden. Das ist echt eine geradezu apokalyptische Szenerie, an die Polizisten nicht gewöhnt sind. Unvorstellbar. Vier Särge, das ist schon beträchtlich. Ihr Gesicht war verbrannt, der Schädel wurde durch drei Schüsse zertrümmert. In diesem Moment hat sich die Erde unter mir aufgetan. Sie war die einzige Überlebende der Familie. Das wirft schon Fragen auf. In mir ist eine riesige Welle der Wut aufgestiegen. Er sagt zu mir, ich werde Ihnen zeigen, wo ich die Tatwaffe weggeworfen habe. Dienstag, 30. Mai 1995, 19 Uhr. Das Haus der Familie Bébillon steht in Flammen. Die Nachbarn haben gerade die Feuerwehr gerufen. Es gab ein Geräusch, wie eine kleine Explosion, und dann stand alles in Flammen. Es war echt verheerend. Sofort wird Samantha, die älteste Tochter der Familie, verständigt. Die junge Frau berichtet, will aber unerkannt bleiben. Der verhängnisvolle Tag verfolgt Samantha bis heute. Es war Dienstagabend. Das Telefon klingelte. Die Nachbarin meiner Eltern war dran, die mir sagte, dass das Haus meiner Eltern in Flammen steht. Die junge Frau lebt ein paar Kilometer entfernt. Als sie ankommt, ist die Feuerwehr noch dabei zu löschen. Der Brand ist riesig. So groß, dass ein Lokalredakteur ganz schnell vor Ort ist. François Pellois hat noch nie so eine Katastrophe gesehen. Das Dach ist eingestürzt, das Haus ist komplett zerstört. Zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge sind vor Ort, genauso wie die Polizei. Die Nachbarschaft versammelt sich etwas weiter hinten am Ende der Straße. Eine Sicherheitszone ist eingerichtet. Eric, Samantas Ehemann, trifft seine Frau vor dem Haus. Beide verfolgen machtlos die Tragödie. In der Angst, dass Samantas Familie im Gebäude gefangen sein könnte. Dann sah ich diesen Polizisten auf mich zukommen. Ganz langsam, wie im Film. Und bevor er etwas sagte, wusste ich es schon. Samantha Bébillon weiß, dass ihre Eltern ums Leben gekommen sind. Aber was ist mit ihren Geschwistern? Vincent, 21 Jahre, und Aline, 16 Jahre. Sind sie auch im brennenden Haus? Ich betete, dass meine kleine Schwester noch lebte. Weil meine kleine Schwester ist, war, ich kann es einfach nicht aussprechen, war, Entschuldigung, ich wollte, dass zumindest sie noch lebte. Aber der Polizist überbringt Samantha die schreckliche Wahrheit. Er hat sich mir gegenübergesetzt und gesagt, wir haben vier Körper gefunden. Und in diesem Moment hat sich die Erde unter mir aufgetan. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Vier Tote. Eine Familie fast komplett ausgelöscht. Odette, die Mutter, Vincent, der Vater, Vincent, der Sohn, und Aline, die Jüngste. Eine Frage quält Samantha, die einzige Überlebende der Familie. Was konnte einen solchen Brand auslösen, mitten am helllichten Tag, ohne ersichtlichen Grund? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Sie kommt wie ein Schlag. Ich dachte, dass es das Gas war, das explodiert ist. Ich dachte wirklich, dass es das war.
bis ich im Fernsehen gehört habe, dass meine Eltern durch Kugeln umkamen. Das war der zweite Schock. Die Familie Bébien wurde nicht Opfer eines zufälligen Brandes. Sie wurde kaltblütig umgebracht. Zuständig für die ersten Untersuchungen, Kommandant Jodard. Er kann den Ort des Geschehens nicht vergessen. Vor allem, weil der erste Körper, den er entdeckt, der der 16-jährigen Aline ist. Sie liegt im Eingangsbereich des Hauses, noch mit dem Schulranzen auf dem Rücken. Beim Anheben des Körpers haben wir ein Einschussloch in der Stirn entdeckt. Und vor allem eine Patrone aus einem Kleinkalibergewehr, die unter dem Körper des jungen Mädchens lag. Wir sind dann ins Gästezimmer gegangen. Dort untersuchten wir die Leiche des Vaters. Vincent Bébien wurde von mindestens 5 Kugeln getroffen. Als wir mit dem Körper fertig waren, sind wir ins Zimmer des Sohnes gegangen, das sich gegenüber dem Gästezimmer befindet. Auch der Sohn wurde von mehreren Kugeln getroffen, vor allem in den Kopf. Der Körper, der am wenigsten von der Explosion und dem Brand betroffen war, war der von Odette, die bereits schlief. Sie war gewissermaßen vor den Flammen geschützt. Nur ihr Gesicht war verbrannt. Der Schädel war durch 3 Schüsse zertrümmert. Die Ermittler bemerken außerdem einen merkwürdigen Benzingeruch im Haus. Bald finden sie 2 Beweisstücke. Wir haben 2 Benzinkanister entdeckt. Also die Reste von 2 verkohlten Benzinkanistern. Es war Brandstiftung. Benzinkanister, die den Anschein erwecken, dass jemand die Toten verschwinden lassen wollte. Aber vielleicht auch Spuren und Indizien. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ermittler erstaunt. Denn die Familie Bébien ist eine unauffällige Familie, ohne Vorgeschichten. Zumindest lässt ein Video, das in den Trümmern gefunden wurde, das glauben. Auf diesen Bildern sieht man Samantha, die einzige Überlebende, am Tisch mit ihrer Mutter und ihrem Ehemann Eric. Man sieht außerdem ihren Vater Vincent, ihre kleine Schwester Aline. Eine vereinte Familie, die im Glück zu schwimmen scheint. An dem Tag war unglaublich schönes Wetter. Meine Mutter hatte ein kleines aufblasbares Schwimmbecken aufgestellt für meinen Kleinsten. Die 2 Großen badeten mit ihrer Patentante, meiner Schwester, im Pool. Es war ein schöner Tag, wie wir es oft hatten. Es ist der letzte Tag, den ich mit ihnen verbracht habe. Eine normale Familie. Gute Menschen, die ein normales Familienleben haben, die ihre Kinder lieben, die von ihren Kindern geliebt werden. Stell dir vor, wenn wir uns das in ein paar Jahren angucken. Es gab nichts in ihrer familiären Umgebung, das erahnen ließ, dass sie ermordet werden könnten. Überhaupt nichts. Und trotzdem, 48 Stunden nach diesem sonnigen Tag, wird die Familie Bébien auf unerklärliche Weise fast ausgelöscht. Um Licht ins Dunkel dieses mysteriösen Falles zu bringen, wird eine Spezialeinheit der Polizei Lyon einbestellt. 30 Polizisten werden beauftragt, das Rätsel zu lösen. Sofort drängt sich eine äußerst bizarre und außergewöhnliche Spur auf. Massenselbstmord. Einige Monate zuvor erschien die Nachricht über den Gruppensuizid von 48 Anhängern der Sonnentempler auf der ersten Seite vieler Zeitungen.
Der Vorfall hatte erstaunlich viele Ähnlichkeiten mit dem Tod der Babyaus. 7 Monate vorher wurde an der Schweizer Grenze im Vercors-Gebirge eine schier unglaubliche Anzahl an Toten der Anhänger dieser Sekte gefunden, mit mehreren Projektilen im Kopf und komplett verkohlt. Konnte es sein, dass die Babyans Mitglieder dieser Sekte waren, ohne dass jemand davon wusste? Die Ermittler beschließen, die Schweizer Polizei zu kontaktieren. Sie möchten die Liste der Mitglieder der Sonnentempler einsehen. Bis dahin durchsuchen Kommandant Jodar und seine Männer das Haus auf Waffen. Denn wenn es sich um einen Selbstmord handelt, muss die Tatwaffe in den Trümmern zu finden sein. Die Polizisten finden mehrere Patronenhülsen eines Kleinkalibergewehrs. Aber sonst nichts. Es gab keine passende Waffe zu den Patronenhülsen, die wir gefunden hatten. Somit kann die Theorie des Gruppensuizids und der Sekte nicht stimmen. Außerdem bestätigen die Schweizer Behörden, dass die Familie nicht Mitglied der Sonnentempler war. Die Familie Bébian wurde ermordet. Aber von wem? Es gibt etwas Ungewöhnliches, das die Ermittler beschäftigt. Und zwar das Verhalten von Duc, dem Wachhund des Hauses. Meine Eltern hatten einen deutschen Schäferhund. Wenn er jemanden nicht kannte, ließ er ihn nicht reinkommen. Er war ein Monster. Aber am Tag des Geschehens hat kein Nachbar etwas gehört. Kein Bellen und das den ganzen Tag. Wenn der Hund also nicht Alarm geschlagen hat, kann das nur bedeuten, dass er den Täter gekannt haben muss. Der Mörder muss der Familie Bébian nahe gestanden haben. Wer kann dieser Bekannte sein, der den Bébians am 30. Mai 1995 auflauerte? Wer hasste sie so sehr, dass er kaltblütig tötete? Nach der Autopsie ist klar, die ersten drei Opfer wurden vor dem Mittagessen ermordet. Mithilfe dieser Informationen und den Zeitplänen der einzelnen Familienmitglieder rekonstruieren Kommandant Jodar und die Ermittler das makabere Szenario. So soll sich das Drama ihrer Meinung nach abgespielt haben. Wir wussten, dass Odette Bébian Krankenschwester im Krankenhaus in Givors ist, dass sie Nachtdienste macht und gegen 7 Uhr mit der Arbeit fertig ist. Nach ihrer Nachtschicht verlässt Odette das Krankenhaus mit Danielle, einer anderen Krankenschwester. An diesem Tag werden sich Odettes Weg und der ihres Schwiegersohns Eric schicksalhaft kreuzen. Im Auto sagt Danielle zu Odette Bébian, da ist jemand, der hupt und Lichtzeichen macht. Es war ihr Schwiegersohn, der ihr mitteilen wollte, dass er bei ihr auf einen Kaffee vorbeikommen wollte. Um 7.30 Uhr trinken Odette, ihr Ehemann und ihr Schwiegersohn Eric gemeinsam Kaffee. Bis 7:45 Uhr. Vincent, Odettes Ehemann, geht dann zur Arbeit. Und Eric Bruyas geht in seinen Betrieb. Wie üblich legt sich Odette gegen 7:45 Uhr schlafen. Die Familienmutter wurde also nach 8.15 Uhr und vor der Mittagszeit getötet. Der Mörder wartet anschließend auf die anderen Familienmitglieder, um auch sie zu töten. Gegen 11.15 Uhr kommt Vincent, der Sohn, als erster nach Hause. Die Nachbarin Sylviane hat gesehen, wie er ins Haus gegangen ist. Er öffnet die Tür und schließt sie wieder. 3 Kugeln treffen ihn. 2 in den Schädel und die 3., ein echter Todesschuss laut Autopsie, in die Brust. Vater Vincent kommt zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr nach Hause. Als er das Haus betritt, wird er von 5 Kugeln getroffen. 3 davon in den Kopf. Der Mörder muss auf ihn gewartet haben, in der Küche. Das lässt sich aufgrund der Ballistik bestimmen. Tochter Aline wurde noch gesehen, als sie um 17 Uhr aus dem Bus stieg. Elle
Sie öffnet die Haustür. Als sie sie wieder schließt, trifft sie eine Kugel links in den Kopf. Das bedeutet, dass sie sofort tot war. Sie hat die Tür geschlossen und ist tot umgefallen. Alle vier Mitglieder der Familie Bébien wurden zwischen 8.15 Uhr und 17.30 Uhr getötet. Und um 18.45 Uhr hören die Nachbarn eine Explosion, die aus dem Haus der Bébiens kommt. Nach Meinung der Polizisten wurden die Morde akribisch geplant und ausgeführt. Nacheinander entfernt der Mörder die Toten aus dem Flur. Das musste einen Grund haben. Dass die Leiche des Sohns in seinem Zimmer gefunden wurde, beweist, dass der Mörder die Leichen verstecken wollte. Vater Vincent wurde an den Füßen zum Gästezimmer geschleift. Das war zu erkennen, weil sein Hemd und seine Jacke bis zu den Achseln hochgeschoben waren. Im Eingangsbereich sind also keine Leichen mehr. Der Täter hat an alle Kleinigkeiten gedacht, um bei seinem nächsten Opfer keinen Verdacht zu erzeugen. Er macht alles sauber. Die Vorgehensweise lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Man muss sich mal vorstellen, dass der oder die Täter so kaltblütig sind, dass sie sich zusammen mit den Leichen in einem Raum aufhalten, während sie auf die nächsten Opfer warten. Der Mörder scheint unglaublich entschlossen zu sein. Er zieht den Tag zielstrebig durch. Eindeutig kannte er die Zeitpläne der Familie sehr gut. Die Polizisten konzentrieren sich auf die Umgebung der beiden jüngeren Familienmitglieder, Vincent und Aline. Denn die Bébien-Kinder sind Fußballfans. Sie sind Fans von Olympique Lyon und gehören zu einer Fangruppe, die bekannt für Gewalttaten ist, die Bad Guns. Es gab schon häufig Gewalt rund um die Gruppe. Warum sollte also nicht jemand eine Rechnung begleichen wollen innerhalb der Gruppe oder gegen eine Gruppe eines anderen Clubs? Geht es hier also um Rache zwischen Ultras? Die Spur scheint glaubwürdig und sie wird unterstützt durch die Zeugenaussage einer Nachbarin der Bébiens. Sie führt die Polizisten auf die Spur eines Verdächtigen. Sie hat am Tag des Dramas einen Mann beobachtet, der sich vor dem Haus herumtrieb. Und sie hat diesen Mann wiedererkannt. Es ist Christophe, einer der Bad Guns, ein Freund von Vincent, dem Sohn. Christophe wurde von mehreren Zeugen gesehen, wie er vor dem Haus zwischen den zwei Autos herumstreunte, dabei Musik hörte, eine Stunde oder eineinhalb. Er ist allen bekannt, da er den Hund der Bébiens füttert, wenn diese nicht da sind. Der Hund freut sich total über ihn. Er kann daher problemlos ins Haus gehen. Was hat Christophe am Tag des Dramas vor dem Haus getan? Spielt er eine Rolle in dem Vierfachmord? Der junge Mann wird sofort von den Ermittlern vernommen. Er hatte sich mit Vincent nach dessen Arbeit verabredet. Nach dem Mittagessen wollten die zwei nach Monon, um dort Kollegen zu treffen. Daher ist er zum verabredeten Treffpunkt gekommen. Nach 12.30 Uhr, 13 Uhr. Er klopfte an der Tür und auch an die Fenster. Keiner antwortet. Er ist erstaunt, da er Vincents Golf vor dem Haus sieht. Was macht er dann? Er wartet weiter, geht kurz weg, kommt wieder, klopft wieder an Türen und Fenster. Immer noch keine Antwort. Merkwürdig. Warum hat der junge Mann nicht versucht herauszufinden, was im Inneren des Hauses passierte? Man geht nicht einfach so in ein Haus. Er ist ein großer Teddy. Er ist schüchtern. Im Verhör macht Christophe klar, dass er nichts von dem Massaker im Haus gesehen oder gehört hat. Er wartet fast 3 Stunden vor dem Haus. Er sagt aus, dass er gegen 3:45 wegfuhr, um seine Freunde ohne Vincent Bébien zu treffen. Er ist also um 17.30 Uhr, als Aline getötet wird, nicht mehr da. Für die Ermittler geht's wieder von vorne los. Sie müssen einen anderen Verdächtigen finden, der der Familie nahesteht. Der Chefermittler, Polizeihauptmeister Sancy, hat eine Idee.
Eine Idee, die am Tag der Beisetzung der Familie Bébian zum Einsatz kommt. Ich habe das Begräbnis von Kameras filmen lassen. Die Menschen, die dort waren. Die Autos. Beamte in Zivil waren auch unter den Anwesenden. All das, um etwas zu beobachten, einen Gesichtszug, irgendwas, was den Täter verraten könnte. Am Tag der Beisetzung trauert das ganze Dorf Saint-Andiol-le-Château. Alle kannten die Familie Bébian. Vor der Kirche sind die Emotionen geradezu greifbar. Unvorstellbar. Vier Särge, das ist beträchtlich. Beisetzungen mit einem, vielleicht auch mal zwei Särgen. Aber vier, das ist schon eine sehr spezielle Zeremonie. Und das Bild, das da entsteht, ist schon besonders. An diesem Tag wirkt Samantin völlig gebrochen. Aber es gibt ein winziges Detail, das die Gerüchte anheizt und sie in den Mittelpunkt aller Blicke stellt. In den Mittelpunkt aller Verdächtigungen. Ich hatte einen Rock an, der bis zum Knie ging. Man hatte mir vorgeworfen, dass ich mich nicht so anzuziehen habe. Einige hielten sich nicht mehr zurück, zu sagen, dass sie wohl die glückliche Erbin ist und dass sie mit dem, was passiert ist, vielleicht was zu tun hat. Sie ist die einzige Überlebende der Familie. Das bringt natürlich Fragen der Ermittler mit sich. Während der Beerdigung ist Samantin aber nicht die einzige, die die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zieht. Auch ihr Ehemann. Sie waren auch sehr überrascht vom Verhalten ihres Ehemanns, Eric Bruyas. Er erscheint total kalt, irgendwie ganz weit weg. Er kannte sie 10 Jahre, aber es gab nicht eine Träne. Er wirkte herablassend. Das war für uns interessant. Hatte das Paar, Samantin und Eric Bruyas, etwas mit dem Vierfachmord zu tun? Sie passten ins Schema der Verdächtigen, nach denen die Polizisten suchten. Also mit Zugang zum Ort des Geschehens, ohne dass sie vom Hund gebissen werden. Und mit dem Wissen über die Zeitpläne aller Opfer. Ab diesem Zeitpunkt sind Samantin und Eric Mittelpunkt der Ermittlungen. Und in deren Ehe finden die Polizisten eine Überraschung nach der anderen. Sie haben sich mit 15 bzw. 17 kennengelernt, also vor 10 Jahren. Sie sind Schulfreunde. 1987 bekommen sie das erste Kind. Eric Bruyas avait un lien très fort avec Eric Bruyas hatte eine sehr starke Bindung zu seinen Schwiegereltern, sowohl zu seiner Schwiegermutter als auch zu seinem Schwiegervater. Sie trafen sich regelmäßig, telefonierten jeden Tag. Sie sahen sich jede Woche. Mit 27 Jahren scheint Eric Bruyas der perfekte Schwiegersohn. Er ist sehr ehrgeizig, besitzt bereits eine eigene Firma, in der Metalltore hergestellt werden. Aber hinter dieser idyllischen Fassade entdecken die Ermittler, dass die Beziehung zu seiner angeheirateten Familie doch nicht so ungetrübt ist. Zwei Zeugen sagten, dass Odette Bemerkungen über seine Arbeit machte. Sie sagte, dass er nicht sehr zielstrebig sei, was seine Arbeit anging. Und außerdem gestand sie, dass sie sich für Aline eine bessere Partie erhoffte. Die Kritik von Odette Bébian an ihrem Schwiegersohn musste Eric Bruyas verletzen. Er war ein Mann, der allen beweisen wollte, dass er alles schaffen kann. Und dann diese harsche, gemeine Kritik. Eric Bruyas war ein Karrierist, der seiner Frau, seinen Kindern und erst recht seinen Schwiegereltern beweisen wollte, dass er es materiell weiterbringen kann als sie. Die Ermittler kratzen am Lack des perfekten Schwiegersohns. Sie entdecken, dass Eric Bruyas in Wirklichkeit große Geldprobleme hat. Er hatte womöglich keine Mittel mehr für seine Ziele.
Er hatte schon mehrere Unternehmen gegründet, die alle pleite gingen. Um ihm zu helfen, hatten die Eltern Bébien ein Darlehen von 30.000 Francs aufgenommen. Das war damals schon eine Menge Geld. 30.000 französische Francs entsprechen 4.500 Euro. Samantha und Eric zahlen diese nach und nach zurück. Wollten sie die Familie auslöschen, nur um ihre Geldprobleme zu lösen? Das Paar wird zur Polizei in Givors vorgeladen und verhört. Eric Bruyas wirkt sehr selbstsicher, erzählt seine Version vom 30. Mai 1995. Er hat auf alles eine Antwort. Eric Bruyas macht uns sehr genaue Angaben. Wir haben alles überprüft, es stimmte alles, es gab keinen Zweifel. So um 12:30 haben wir mit den Kindern zu Mittag gegessen. Es war wie immer, wir haben über alles und nichts geredet. Ab 13.30 Uhr hat Eric Bruyas mehrere Termine. Um 18.30 Uhr trinkt er in seiner Stammkneipe ein Bier und verlässt diese wieder um 19 Uhr. Für die Zeit der Explosion hat Eric Bruyas ein Alibi. Er war in seiner Stammkneipe. Die Ermittler müssen der Tatsache ins Auge sehen. Eric Bruyas kann nicht der Brandstifter sein. Und auch Samantha kann es nicht gewesen sein, wie Überprüfungen ergeben. Ich hatte ein Alibi. Ich hatte die Kinder zur Schule gebracht, war mit ihnen um 11:30 und um 14:30 unterwegs. Um 16:30 habe ich sie abgeholt. Das Paar scheint über jeden Zweifel erhaben. Erst ein schicksalhafter Vorfall bringt die Ermittlungen wieder ins Rollen und wird ein völlig anderes Bild des Schwiegersohns und der Tochter zeigen. Am Tag nach dem schrecklichen Ereignis legt Eric Bruyas ein merkwürdiges Verhalten an den Tag. Er hatte nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit mit dem Notar und der Versicherung zu sprechen, um herauszufinden, wie viel die Immobilie wert war, ob es noch Tilgungen gab, etc. Dieser Anruf geht dem Versicherer nicht aus dem Kopf. Das Telefon klingelt. Es ist Herr Bruyas. Er sagt, es gab einen Unfall bei meinem Schwiegervater. Ich frage, was ist passiert? Er sagt, es gab einen Brand. Und ich dann, war es Gas oder was? Er so, ich glaube schon. Und sagt sofort danach, wann zahlen Sie? Das war ganz schön dreist, echt schockierend. Sowas habe ich noch nie erlebt. 10 Tage nach dem Mord kommt das Pärchen Bruyas in das Büro des Versicherers. Mit einem unglaublichen Dokument. Die Tochter der Bébiens, also Frau Bruyas, sagt zu mir, heute Nacht haben mein Mann und ich eine Liste der Dinge zusammenerstellt, die meine Mutter besaß, die im Haus waren. Sie zeigen mir also eine getippte Liste, absolut einwandfrei. Es stand alles drauf. Sogar die Unterhemden der Schwiegermutter mit Preis. Mit einem Lächeln sagt sie dann, wir brauchten ein bisschen, weil wir es auf dem Computer machen mussten, um die Preise wiederzufinden. Schon verblüffend. 10 Tage nach so etwas. Das hat mich echt schockiert, dass jemand fähig ist, so eine Liste vorzulegen, in der nichts fehlte, nicht die kleinste Kleinigkeit. Warum so eine Eile, die Versicherung zahlen zu lassen? Ist das Geld für Samantha die einzige Erbin und ihren Ehemann das Tatmotiv? Eric Bruyas und seine Frau Samantha gehören wieder zu den Verdächtigen. Auch wenn Eric Bruyas im Moment des Brandes in der Bar war, zeigen die Ermittlungen, dass seine Alibis für die Mordzeiten 8.15 Uhr, 11.15 Uhr, 12.20 Uhr und 17 Uhr schwach sind. Für die Zeiten, in der die Morde begangen wurden, begnügte er sich damit zu sagen, er sei in seiner Werkstatt in Ternay gewesen. Aber niemand kann das bestätigen. Kein Telefonanruf, kein Angestellter, gar nichts. Und von da an haben wir ernsthaft Eric Bruyas in Erwägung gezogen. Ein Schwiegersohn, der den Hund und alle Termine der Familie kennt. Ein ehrgeiziger Mann, aber mit Schulden. Und ein Erbe im Todesfall. Für die Ermittler werden Eric Bruyas und seine Frau nun die Verdächtigen Nummer 1 für den Vierfachmord.
Einziges Problem? Im Moment haben sie noch keine Beweise. Polizeihauptmeister Sancy entscheidet, sie festzunehmen und in Polizeigewahrsam zu nehmen, um ein Geständnis zu bekommen. Am 14. Juni 1995 beginnen die Befragungen auf dem Polizeiamt in Givors, getrennt voneinander. Es bestand die Möglichkeit, dass Eric Bruyas der verlängerte Arm seiner Frau war. Es war wie eine Wette, die die Ermittler in diesem Moment machten. Sie wissen, dass sie 48 Stunden haben, um Geständnisse zu bekommen. Oder zumindest eine Aussage, die ihnen die Gewissheit gibt, den oder die Mörder vor sich zu haben. Eric Bruyas soll Erklärungen liefern. Aber er sagt nichts. Ich verteidige ihn, weil er halt mein Ehemann ist. Der Vater meiner Kinder, der Mann, den ich liebe. Also verteidige ich ihn. Auf der Polizeistation in Givors vergehen die Stunden. Das Ehepaar beharrt darauf, nichts mit den Morden zu tun zu haben. Die Ermittler versuchen es daher mit einem Trick. Sie zeigen Eric Bruyas das Foto von einem der Benzinkanister, der am Tatort gefunden wurde. Und plötzlich ändert sich etwas in seinem Gesicht. Zum ersten Mal sehe ich so etwas wie eine Emotion. Er ist überrascht, dass die Kanister nicht alle verbrannt waren. Und da haben wir uns gesagt, lassen wir ihn ein wenig in Ruhe, damit er nachdenken kann. Danach sagte er, dass er uns die Wahrheit erzählen wird. Dass natürlich nicht er der Mörder ist, aber was passiert sei. Was Eric Bruyas nun erzählt, ist kaum zu glauben. Am Abend des 30. Mai gegen halb sechs, kommt er zum Haus. Die Tür steht offen. Und natürlich liegt dort Aline. Er sagt, dass Aline uriniert hatte, ihr Körper hart und blau war. Er schildert, dass weitere drei Körper in drei verschiedenen Zimmern liegen und beschreibt diese ganz genau. Und dann sagt er, dass er vermeiden wollte, dass Samantha einen Schock bekommt wegen der vier toten Familienmitglieder. Daher entscheidet er, das Feuer zu legen. Eric Bruyas will also das Feuer im Haus gelegt haben. Die Ermittler sind überrascht, denn wie konnte er um 18.45 Uhr das Feuer legen, wenn er zum gleichen Zeitpunkt in der Bar gesehen wurde? Eric Bruyas hat eine Erklärung. Er holt Benzinkanister. Er kippt das Benzin im Haus aus. Er findet dort eine Kerze, schneidet sie in zwei Teile und zündet den Docht an. Mit dieser Art, ein Feuer zu legen, verschafft sich Eric Bruyas ein in Stein gemeißeltes Alibi. Denn als der Brand ausbricht, trinkt er gerade ein Bier in seiner Stammkneipe. Aber nach seinen Aussagen wird den Ermittlern klar, dass der Schwiegersohn am Mordtag länger im Haus der Bébians war. Im anderen Raum erzählt der Ermittler Samantha die unglaubliche Version, die sich ihr Ehemann ausgedacht hat. Samantha fällt aus allen Wolken. Die junge Frau kann ihr Entsetzen über die Beschreibungen nicht verbergen. Es sind Details wie die Anzahl an Kugeln, die meine Mutter und meinen Vater getroffen hatten. Er sagte, dass er sich vor meinen Vater gekniet hat und sich die Zeit genommen hat, die Kugeln zu zählen. Und in kürzester Zeit wurde aus meiner Liebe zu ihm Hass, weil ich wusste, dass er es war. Ich konnte die Augen nicht mehr davor verschließen. Auch wenn die Ermittler jetzt der Überzeugung sind, dass es alleine der Schwiegersohn der Familie war, wissen sie immer noch nicht, was wirklich an diesem 30. Mai 1995 im Haus der Familie Bébian passiert ist. Eric Bruyas wird erneut verhört. Er liefert eine zweite Version. In seiner zweiten Version spricht er davon, dass er im Haus seiner Schwiegereltern auf einen Unbekannten traf, der mit einem Gewehr bewaffnet war. Die beiden kämpfen.
Er behält die Oberhand und schlägt den Fremden bewusstlos. Er weiß nicht, ob der Mann ohnmächtig oder tot ist. Er legt ihn in den Kofferraum. Dann bereitet er den verzögerten Brand vor und geht in der Bar ein Bier trinken. Und Eric Bruyas erzählt weiter. Er sagt zu mir, ich werde Ihnen zeigen, wo ich die Tatwaffe versteckt habe. Das erleichtert mich natürlich. Ich will Ihnen nicht vorenthalten, dass das erleichtert hat. Eric Bruyas erzählt außerdem, dass er den Körper des Mörders in die Rhône geworfen hat. Als wir uns dann an das Rhône-Ufer begeben haben, finden die Polizeitaucher die Tatwaffe und das Feuerzeug, mit dem das Haus angezündet wurde. Aber die intensive Suche nach dem angeblichen Mörder hat keinen Erfolg. Die Ermittler glauben kein Wort der zweiten Version. Sie sind weiterhin überzeugt, dass Eric Bruyas der Täter ist, der Vierfachmörder der Familie Bébiard. Um ihn zum Reden zu bringen, spielen die Ermittler ihre letzte Karte aus. Sie wollen ihn mit seiner Frau Samantha konfrontieren. Wir waren in einem Raum, ich am einen Ende, er am anderen, zwischen uns die Polizisten. Und die erste Frage, die mir die Polizisten dann stellten, ist, Frau Bébiard, wer ist Ihrer Meinung nach der Mörder Ihrer Eltern, Ihrer Familie? Und ich antwortete, ich denke, es ist mein Mann. Er zeigte überhaupt keine Regung. Die Polizisten haben ihn dann angeguckt und gefragt, was denken Sie über die Antwort Ihrer Frau? Und er guckt die Polizisten an und sagt, ich denke, dass meine Frau sich irrt. Ich bin ausgerastet. Drei oder vier Polizisten mussten mich zurückhalten, weil ich so getobt habe. Und dann habe ich ihn angeguckt und zu ihm gesagt, weißt du eigentlich, was ich dir da vorwerfe? Es ist schlimm. Nichts. Eric Bruyas bleibt weiterhin gelassen, gefühlsarm, sogar seiner Frau gegenüber. Er bleibt bei seiner Version, seiner Art und Weise. Keine Träne, kein Geschrei. Ohne Geständnis wird Eric Bruyas am 16. Juni 1995 dem Haftrichter vorgeführt. Bleibt nur noch die Frage, warum Eric Bruyas die Familie seiner Frau auf diese Art und Weise umbrachte. Ich denke, er glaubte, es gäbe Millionen zu erben. Sie hatten damals maximal 1 Million französische Francs. Das wären heute 150.000 Euro. Es ist lächerlich, die ganze Familie für 150.000 Euro umzubringen, zu ermorden. Für Eric Bruyas Anwalt ist diese magere Beute der Beweis für die Unschuld seines Mandanten. Es ergibt keinen Sinn, dass ein Mann wie Eric Bruyas seine ganze Familie umbringt. Für ein Erbe, das nicht viel wert ist, das nichts wert ist. Dr. Settelin, der das psychologische Gutachten über Eric Bruyas formulierte, denkt, dass man den Grund für seine Tat im tiefsten Inneren suchen muss. Ich denke, dass die Hauptursache in den Kränkungen liegt. Diese Familie, die alles erreicht, ist eine Bürde für ihn. Er kann da nicht mithalten. In seiner Funktionsweise gibt es eine narzisstische Schwachstelle, eine Leere, ein Abgrund in seinem Innersten. Daher ist es für ihn so wichtig, zu glänzen, geschätzt zu werden, anerkannt zu werden. Aber da er es nicht schafft, ist die Konsequenz, aus der Liebe zur Familie wird Hass. Das soll Eric Bruyas laut Richter und den Ermittlern am 30. Mai 1995 getan haben. Er hat seinen Zeitplan denen der Opfer angepasst. Er trifft seine Schwiegermutter, als sie aus dem Krankenhaus geht, und lädt sich auf einen Kaffee bei ihr ein. Gegen 11 Uhr kommt er zum Haus zurück. Er schießt Odette Bébiard mit 3 Schüssen aus nächster Nähe. Er positioniert sich in der Küche. Sohn Vincent öffnet die Tür, schließt sie wieder. Er wird von 2 Kugeln in den Kopf getroffen. Und der 3. Schuss trifft ihn in den Brustkorb.
Eric Bruyas soll dann den Körper weggeschleift und den Flur geputzt haben. Er wischte die Blutspuren weg, um seinen Schwiegervater, der jeden Augenblick nach Hause kommen musste, nicht misstrauisch zu machen. Vater Vincent kommt um 23:45 nach Hause. Er erleidet das Gleiche wie sein Sohn. Sein Körper wird in ein Zimmer gezogen. Eric Bruyas reinigt wieder den Flur. Er weiß, dass Aline später nach Hause kommen wird. Nachdem er drei Menschen umgebracht hat, geht er entspannt nach Hause, um dort zu Mittag zu essen, als ob nichts wäre. Wie ein guter Familienvater. Er sitzt mit seiner Frau zusammen, obwohl er gerade ihre Eltern und ihren Bruder getötet hat. Und mit dem Wissen, dass er an den Tatort zurückkehren wird. Vor 17 Uhr ist er wieder im Haus. Er wartet auf Aline und tötet sie direkt im Eingangsbereich. Er lässt sie liegen. Es gibt keine weitere Person, die er töten will. Er muss den Körper nicht an einem anderen Ort verstecken. Eric Bruyas soll nun 30 Liter Benzin im Haus verschüttet haben. Dann zündet er die Kerzen an, die später den Brand auslösen. Er hat die Tür zweimal abgeschlossen, ist durch ein Fenster hinten aus dem Haus gestiegen, um dann in die Bar zu gehen. Niemand hat ihn kommen und gehen sehen. Am 18. Oktober 1999, nach 4 Jahren in Haft, erscheint Eric Bruyas vor dem Geschworenengericht in Lyon. Die Erwartung ist groß, der Raum ist voll. In diesem besonderen Rahmen eines Geschworenengerichts, in diesen Momenten der Wahrheit eines Geschworenengerichts, wo es sehr schwierig ist zu lügen, erwartete man, dass Eric Bruyas die Wahrheit sagen wird. Die Emotionen im Raum sind auf ihrem Höhepunkt, als Samantha, die einzige Überlebende der Familie, in den Zeugenstand gerufen wird. Ich habe geweint. Ich bin böse geworden. Ich habe zu ihm gesagt, nach diesen Anhörungen werde ich vor den Kindern stehen und werde ihnen sagen müssen, euer Vater war es oder euer Vater war es nicht. Also sagt die Wahrheit. Um sich zu verteidigen, erzählt Eric Bruyas eine unglaubliche Geschichte. Eine Version, die niemals belegt werden konnte. Über eine Vergeltungsaktion der Mafia in Lyon, die seine angeheiratete Familie getötet haben soll. Und dass er aus gutem Grund nicht mehr sagen wird. Er sagte zu mir, ich kann die Wahrheit nicht sagen, weil ihr sonst in Gefahr seid. Ich habe Angst um euch. Es könnte Vergeltung geben. Wie üblich erteilt die Vorsitzende am Ende der Anhörung dem Beschuldigten das Wort. Er schüttelte nur den Kopf, um zu zeigen, dass er nichts mehr zu sagen hat. Er ging einfach in Haft und lässt seine Frau in dem Unwissen zurück und mit Dingen, die sie sicher nie verstehen wird. Bis ans Ende meines Lebens werde ich keine Antwort bekommen. Am 22. Oktober 1999 wird Eric Bruyas zu lebenslanger Gefängnisstrafe mit 22 Jahren Sicherheitsverwahrung verurteilt. Das Urteil wurde sofort rechtskräftig. Gegen Urteile eines Geschworenengerichts kann keine Berufung eingelegt werden. Sein Anwalt hat 2011 die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Der Antrag wurde abgelehnt. Eric Bruyas' Fall wurde nicht neu verhandelt, aber Bruyas beteuert weiter seine Unschuld.